Gary Kofler, danke fürs Kommen, dass du dir die Ehre gibst, mir um diese Ausstellung auch bildlich darzustellen, verfestigt und auch sie filmisch verewigst. Ja. Das ist die Ausstellung zusammen mit meinem jüngsten Sohn Vinzenz Grausam, Judomeister von Wien bis 21 Jahre, obwohl er erst 18 ist, und gleichzeitig die Tendenz zum Künstler, Designer, und hat schon die Aufnahmeprüfung für die Akademie bestanden und wird dann mit dem Studium heuer noch beginnen. Er hat uns aber schon seine ersten Werke gesendet. Als erstes erblickst du den Altar. Das ist ein Werk von mir, das ich vor 20 Jahren auf einer Autobahntafel gemacht habe und mir gedacht habe, dass das mein einfachstes Gebäude ist. Du stellst diesen Altar in eine Garage und die Garage ist eine Kirche. Felix Kofler ist der, ich habe einen Workshop an der Akademie der Angewandten oder der bildenden Künstler gemacht und habe mit 14 Studenten an einem Tag 14 Bauten gemacht oder Tische aus meinem Quantprogramm und dem rechten Winkel. Und der Felix Kofler hat diesen Winkel als ein Symbol genommen. Er ist meine erste architektonische Leistung als Diplom-Ingenieur, wo ich mich mit Material noch nicht so ausgekannt habe. Und ich dachte, ich werde der Architekt manifestiert, er verfestigt. Und ich habe gedacht, ich verfestige und manifestiere die gesamte Sprache in einem einzigen architektonischen Gegenstand. Und das ist der rechte Winkel. Er dreht sich um seine Achse, um seinen Schwerpunkt und hat das gesamte Alphabet gespeichert. Das ist das Alphabet, das in einem einzigen Winkel gespeichert ist. Und das ist der Angelo Venter, einer meiner geschätztesten Freunde und Architekten. Hier hat er dann ein Ei gemacht. Das Ei ist eine Hommage an das Gerngross-Ei von Franz West, das ja in Wien in der Rahlgasse als Denkmal, als 6 Meter hohes Denkmal steht. Und er hat jetzt eine Hommage gemacht an dieses Ei und hat es gleich Heidulf und Angelo genannt. Das erste Bild von Vinzenz, der eben als 18-Jähriger schon diesen Kontakt zur Kunst spürt und uns diese Bilder für die Ausstellung zur Verfügung gestellt hat. Und das ist die sogenannte Capella Tatami. Tatami deshalb, weil ich die Bilder, die innen sind, in einem Zimmer in Japan gemalt habe im Jahr 1962. Und die Maße meines Zimmers waren genau der Innenraum dieser Kapelle. Schau nochmal in den Innenraum der Kapelle, um die Details irgendwie näher noch zu sehen, wie die 12 Apostel oben. Die 12 Apostel unten. Und die Kapellerle im Geiltal und das Selbstporträt Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist. Jetzt
gezeigt werden. Dazu die Erinnerung an meinen Großvater, 1863 geboren, Ignaz Zellerer, Kärntner, Slowene. Eine Krone und ein Stuhl aus Schambon. Dazu noch, jeder Mensch ist heilig. 1, 2, schon wieder Menschen. 3 und die Sonne. Das ist ein Denkmal für den Wittgenstein. Und der Wittgenstein ist doch einer der größten österreichischen Philosophen. Und so ein Denkmal steht jetzt in einem Schloss in Oberösterreich. Ja. Wir gehen zurück zur Außenseite. Das sind die Bilder verkehrt, aber ein Bild hat einen Elefanten. Und dieser Elefant war ein Symbol. Als ich die Bilder in Japan gemalt habe, war ich vorher in Nepal, Indien, und bin auf dem Elefanten geritten, im Urwald. Und drehe das Bild einmal um, dass er steht. Dreh es so genau, jetzt. So ist der Elefant. Und die andere Seite zeigt die Rückseiten von den Bildern im Inneren, die sozusagen die dunkle Seite meiner Gefühlswelt gezeigt hat. Innen war die helle Seite, das ist die dunkle Seite. Und unten aber wieder ein Bild von der Sonne, die ein Symbol ist für unser gemeinsames Scheinen und Leben. Und jetzt gehen wir in den Ausstellungsraum. Und einige Dokumente meiner Arbeit über das Leben, das zum Beispiel ist ein sogenanntes Bild zwischen der Malerei und der Architektur. Das ist ein Bild, das mich ins Dreidimensionale von der Malerei führt, wo ich dann als Maler begonnen und dann mich zum Architekten entwickelt habe. Da sieht man schon ein architektonisches Werk, eine Sitzbank und Liege. Und was ich wirklich zeigen will, ist die neue Form, die ich entdeckt habe, die ich dann Archiquant genannt habe. Archiquant ist eine neue geometrische Form, wo seine Breite ist gleich sein Radius und seine Tiefe ist der goldene Schnitt. Sie verbindet Kurve und Gerade und alle Bauten, die mit denen gebaut werden, ergeben ein organisches Gebäude. Dazu habe ich auch einen Weltbaukasten entwickelt, der mit diesen Bausteinen, den ich dann Mutterstein genannt habe, ein Quader dieses Archiquants, den habe ich begradigt und habe ihn Vaterstein genannt. Mutter- und Vaterstein werden in Teile geteilt und diese Teile, die du hier siehst, das ist der Weltbaukasten Vinzenz, habe ich ihn dann getauft. Weltbaukasten Vinzenz, mit Magneten kann jeder sofort ein Hochhaus, ein Gebäude. Es ist zum Beispiel ein Museum in Sulm. Und hier sieht man ein Bild, wo diese Bausteine aus diesem Mutterstein und aus dem Vaterstein durch Teilung entstanden sind. Dann habe ich natürlich auch eine Menge von Möbeln gemacht, das sind Sessel aus dem Archiquant, ein Schaukelstuhl, neben dem Schaukelstuhl, aber auch gleichzeitig ein Tisch.
Auf der anderen Seite gibt es auch diese städtebaulichen Arbeiten wie der Nageldauer von Franz West. Seine Skulptur, die der West in 2 Meter Höhe gemacht hat, die habe ich auf 200 Meter ausgedehnt. Und ein ähnliches Bild von Herbert Brandl, der ein Bild gemalt hat mit dem Berg, und ich habe ein Bergmuseum gemacht, ein 215 Meter hohes Bergmuseum. Und als ich bei der Biennale in Venedig war, habe ich eine Halle aufgestellt. Das ist das Innere der Halle, wo ich die Biennale, die sonst um 18 Uhr aufhört, nach 18 Uhr weitergeführt habe und hier Partys veranstaltet habe, große Feste. Und da war auch der Peter Nöber dabei, der ein Fest aus der Kunstakademie in Wien hier veranstaltet hat, mit auf alle Fälle eine Party mit 800 Leuten, die erstmalig auf der Insel, wo die Biennale stattfindet, sein können. Und vielleicht gehen wir noch zu dem Mantel. Ich habe lange im Melk gelebt und einer der großen Bewunderer von mir war der Baumeister von Melk. Der hat so einen Mantel gehabt, gibt ein ganz klassisches Bild, mit runden Knöpfen. Und ich habe ihm Ariquantknöpfe angenäht. Und eine Schneiderin aus Melk hat noch die Schnitte des Mantels gehabt, bin zu ihr hingegangen, können Sie mir den Mantel machen? Und sie hat ihn zustande gebracht. Dann sieht man hier noch im Umkreis einige Elemente meines Schaffens, eine Krone, eine Ariquantkrone für die schönsten Frauen der Welt. Das ist mein erstes architektonisches Werk, das ich selbst entwickelt habe. Eine kleine Schatulle, eine Schatzkiste, die ich im Jahr 1954 meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt habe. Das war mein erstes Bauwerk, das ich auch designt habe, mit den Füßen, mit dem Ding, mit dem Öffnen, mit den Zinken, wo ich zeigen wollte, was ich als Tischler, weil ich in dieser Schule war, Werkschule im Felbertal, wo man neben der Matura auch ein Handwerk lernen konnte. Ich war 18 Jahre, war Tischlergeselle und hatte die Matura. Dann bin ich Architekt geworden und habe Häuser gebaut. Ich habe in Wien 400 Sozialwohnungen geplant. Also das heißt, wenn dort 3 Menschen wohnen, sind das 4200 Menschen in Wien wohnen, in Wohnungen, die ich geplant habe. Und das war eines der Räume, wo ich in der Ödenburger Straße 16 Häuser gebaut hat, wo jedes Haus 130 Quadratmeter war, unten 130, oben 130. Hier habe ich aber nur 25 Quadratmeter aufgebaut und den Rest freigelassen, sodass jeder auch den Raum im X, Y und Z-Richtung selbst erweitern und vergrößern kann. Dann habe ich viele andere Dinge gemacht, wie zum Beispiel Brillen, Ariquantbrille, You Better Believe It, oder Ariquantknöpfe, oder das sind die Ariquantsteine. Und hier ist einmal ein Buch erschienen, das Künstlerhaus hat eine Ausstellung gemacht von mir. Und da sieht man mein erstes Haus, das ich im Jahr 1965 in Graz im Studium entworfen habe und das einen Einfluss hat auf diese Entwicklung der sogenannten Grazer Schule, die von unseren Studentenarbeiten in Zusammenarbeit mit dem Bernhard Hafner und dem Murau und dem Helmut Richter entstanden ist. Die Grazer Schule war eine Entwicklung
der Studenten, die zu der Zeit, als ich studiert habe, auch gewirkt haben und die Projekte gezeigt haben. Das ist jetzt der Plan dieser Kapelle und zeigt, wie ein Architekt mit Zeichnungen zu Ergebnissen kommen kann. Und das ist eine Entwicklung meines Weltbaukastens. Ein einziger Stein, dieser Stein, ist aus einem Vaterstein entstanden, ist ein Achtel des Vatersteins. Und aus dem Stein habe ich eine Figur gemacht, die heißt jetzt Fabian der Edle, weil der Architekt, der aus Kroatien stammende Architekt Fabian, hat mir geholfen, diese Figur zu konzipieren. Und die soll in Kötschach-Mauten aufgestellt werden, in einer Höhe von 8 Metern. Da sieht man. Und hier sieht man den Weltbaukasten, der aus diesem Arequant entstanden ist. Der Arequant wird in Teile geteilt und die Teile sind der Baukasten. Und jeder kann mit diesem Baukasten Häuser bauen und sich artikulieren. Das ist ein Hochhaus in St. Pölten. Ja, da habe ich noch ein Buch, das heißt ABC des Raumes, 1082 Seiten und ist ein literarisches Werk, das als Volksbuch erschienen ist und dann mit 600 Projekten und Bildern bereichert worden ist und mein Lebenswerk von bis, ich weiß nicht, wann es erschienen ist, aber jedenfalls ist es auf alle Fälle schon mindestens 10, 15 Jahre alt.